choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und eurer nicht. Ich begrüße euch zurück zu Honkai Star Rail. Ja, wir spielen heute ein bisschen weiter in der Story, ne? Wir sind hier gerade mit Archon am Start, die ich beim ersten 10er Pull 0 PD bekommen habe, ne? Ich habe vergessen schon wieder die Sprache auf Deutsch zu stellen. Ich vergesse immer das, wenn ich dieses Spiel aufnehme, dass ich das Spiel auf Deutsch stelle, damit ihr auch versteht, was hier passiert, ne? So, gut. Haben wir das erledigt. Ah, ich muss gerade mal gucken. Sieht man da irgendwie meine User-ID oben rechts? Ne, ich dachte, wenn das Telefon so rein scrollt, sieht man das so kurz, aber ne. Ja, wir sind hier weiter in der Story. Ich weiß gar nicht, welche Version wir eigentlich sind, 2.1, ne? Und ja, wir machen ein bisschen weiter. Ich fand so in der letzten Folge ist irgendwie nicht viel passiert, ne? Wir sind so mit Aventurin, ja. Wir haben den sein Angebot angenommen, dass er uns angeboten hat, hier mit ihm zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, wer hier all die Leute abmetzelt und so, ne? In der Traumwelt von Pinakuni. Und ja, einige denken, es ist Acheron ist irgendwie hier führt, die denken irgendwie, Acheron ist irgendwie für all das hier zuständig, ne? Und ja, die ist hinter all dem. Und ja, dann haben wir noch Sam, dann haben wir Sparkle, dann haben wir noch, wir haben irgendwie sehr viel Potenzial von Leuten, die ja irgendwie hinter den Morden alle her sein, hinter, ich kann irgendwie heute gar nicht sprechen, ne? Die für die Morde alle verantwortlich sind. So, meine Güte, ich kriege hier gerade ein Schlaganfall, oder was ist hier gerade los? ja. Wir haben die Sache mit der Crew hier, ja, boah, wie heißen die nochmal? Die Namenlosen, ja, aber wie die Express Crew heißen die im Englischen, ne? Ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch heißen die Express Crew, ja. Und ja, wir haben das mit denen besprochen und die haben gesagt, ja, lass mal mit denen zusammenarbeiten, obwohl wir den Leuten hier nicht so wirklich trauen. Und ja, da sind wir gerade. Wir besprechen hier gerade nur so ein bisschen die Lage und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich weiß gar nicht, ob irgendwie ein neues Gebiet oder irgendwie so was hinzugefügt worden ist mit dem letzten Update, ne? Ist ja schon lange am Start, aber ich spiele ja jetzt so 2 Wochen später oder so, ne? Aber ich glaube, da ist schon wieder so ein neues Gebiet aufgetaucht irgendwo, ne? Und ja, das müssen wir auch mal irgendwann machen, nehme ich an, ne? Hoffe ich jedenfalls. Also letztens ist nicht viel passiert, fand ich. Viel Dialoge, also typisch MiHoYo, ne? Und ja. Offscreen habe ich Acheron, soweit es geht, erstmal hochgebildet, ne? Weil ich habe mich erstmal, wir spielen so ungefähr eine Woche, so 5-6 Tage hier nach der letzten Aufnahme. Und ja, nope. Sie wird älter. Was hat da oben? Ach, ihr Schwert. Ach, sie lehnt sich mit ihrem Schwert, oder? Und ja, keine Ahnung. Ich habe viel Erfahrungspunkte hier gegrindet, ne? Also ich habe diese Erfahrungspunkte, wie heißen die? Calyx? Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, ne? Ihre Spuren habe ich alle auf Level 8 gebracht, bis auf ihren normalen Angriff. Den habe ich maximiert. So wie ich das bei jedem Charakter normalerweise mache. Hier kann ich noch nicht weitermachen, weil ich halt noch nicht hoch genug gelevelt bin, ne? Da muss ich erst Level 75 und 80 erreichen. Relikte sind relativ provisorisch. Ich habe gehört, dieses Set soll richtig gut sein für sie, ne? Erhöht den bei Gegnern mit Debuff verursachten Schaden um 12%. Habe ich irgendwie gegoogelt, das soll irgendwie das Beste für sie sein. Habe ich erst nicht so verstanden, aber nachdem ich irgendwie herausgefunden habe, dass ihre, sie tut ja irgendwie diese Blüten irgendwie bei Gegnern hier verteilen und diese sollen angeblich auch Debuffs sein, ne? Ich glaube, das habe ich irgendwo mal gelesen hier irgendwo. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher wo, aber irgendwo habe ich das gelesen. Also die gelten auf jeden Fall als Debuffs. Von daher ist es natürlich, macht es natürlich Sinn, dass sie dieses Set dann ausrüstet, weil sie verteilt die ganze Zeit diese Blüten auf die Gegner und macht dann bei gedebufften Gegnern mehr Schaden, ne? Mit ihrer Ultimate, ne? Was ja ihr Sinn ist, ne?
sie tut dann irgendwie diese Blüten irgendwie bei ihrer Ultimate entfernen und dann macht sie mehr Schaden und so was, ne? Und ja, wie gesagt, sehr provisorisch. Ich habe ja schon ein besseres Armteil für sie, aber wie gesagt, ich habe noch nicht, ich habe glaube ich noch den Fußteil fehlt mir noch. Das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Die anderen sind eigentlich relativ gut. Eine Effektreferate habe ich ihr überwiegend gegeben wegen ihren Lichtkegel. Der hat ja so einen Effekt irgendwie, wenn ich 80% damit erreiche, dann erhöht sich die Angriffskraft um 24% nochmal, ne? Deswegen muss ich hier so ein bisschen auf Effekt Dingens gehen, ne? Und ja, hier ist noch absolutes Chaos, ne? Aber das ist das Beste, was ich im Moment hier so raushauen konnte für sie. Wie gesagt, bin noch nicht fertig mit ihr, aber das kommt alles noch, ne? Spuren sind natürlich auch noch. Sie ist noch nicht voll gelevelt, ihr Dingen ist noch nicht hoch gelevelt. Bin mal froh, dass ich mit ihr hier einen Lichtkegel von Sparkle ab, ne? Das ist richtig gut. Und ja, also wir sind damit in keinster Weise schon fertig hier mit ihrem Bild. Aber ich finde es, ich nehme an, es wird reichen für so eine, zwei Folgen, die ich heute aufnehmen werde. Ich werde wahrscheinlich nur eine Folge aufnehmen. Von daher, ja, bis zum nächsten Mal wird es dann noch ein bisschen besser sein, hoffentlich. So. Dann reden wir mal mit den Leuten, ne? Ja. Ich traue dem Typ noch nicht. Hier sind so viele Leute, die irgendwie Bösewichte sein können in diesen, auf diesem Planeten, ne? Ich habe das Gefühl, Sparkle wird so der ultimative Bösewicht sein. Das wäre richtig cool. Vielleicht hat er es auf die Familie. Ja, offensichtlich, ne? Ach, ist halt nicht wichtig. Schmierig jetzt. Der redet die ganze Zeit schmierig. Der redet gar nicht im normalen Ton. Der redet die ganze Zeit so. Ja. Da ich übrigens mal nachguckt hier in der Datenbank, kann man ja so ein paar Sachen. Fraktion, wie nennt man das? Glossar? Ne, ja, ne. Und hier Emanator, ne? Sie hat schon, wird ja irgendwie als Emanator ja bezeichnet, ne? Und ich habe mir jetzt so ein bisschen durchgelesen und das ist irgendwie so, Emanatoren sind angeblich Leute, die sozusagen von den Aeons hier ausgewählt worden sind, also diese Götter von diesen Faden, die sind so physische oder Repräsentation von diesen Göttern, oder die Götter denken sich so, ja, du bist irgendwie, weiß nicht, du bist irgendwie stark oder cool oder irgendwie sowas, ne? Ich gebe dir deswegen irgendwie so voll meine Macht und du repräsentierst mich irgendwie so ein bisschen, ne? Und ja, sie ist sozusagen hier so ein Repräsentant für einen dieser, Eons. Ich weiß noch nicht welchen, ne? Ich glaube, sie hat ja gesagt, sie ist nicht von der Jagd, ne? Sie ist von irgendjemand anders, ne? Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch eingeschätzt? Hier, ich suche gerade, wie ist sie, Phantia? Hier den. Wo sind die? Hier. Hier, sie war ja der Boss von dem zweiten Planeten, nur im dritten Planeten, ne? Und sie ist auch irgendwie. Ich glaube, sie ist auch einer von denen, weil sie auch irgendwie, weil nicht so eine Repräsentation davon ist oder so. Ist ein bisschen kompliziert, aber ja, so ungefähr. Also sie ist ein Big Deal anscheinend, ne, Achorn. Und ja. Also ja, der Daniel tut sich so ein bisschen informiert über die Story von diesem Spiel, ne? Ich blick zwar immer noch nicht komplett durch, aber hey, ich versuch's, ne? Ah,
Verfolgt Aventurin andere Ziele.君は読みさんに対する疑念を抱かせることだったのかもしれないな。そうすれば上司はさらに信頼してね。彼の望む結果になる。ただ来ると言っていたはずのアナイアレイトギャングが消息を絶ったことについては列車に残っている炭鉱にも確認した。これは阿弁町の水場しかないようだ。ところで 君はこれまでに何度か読みさんに接触しているだろう。彼女はどんな人なんだ? Keine Ahnung. Sie ist sehr geheimnisvoll, sie ist sehr mächtig. Sie ist sehr geheimnisvoll. Komisch, daran kann ich mich nicht erinnern. Was? 確かに典型的な巡回レンジャーのイメージと一致するな。あの連中は。Was ist dieser rote Text die ganze Zeit? Mal gerne ausfinden, was das ist, ey. Ihr seid ihr Doki Doki Literatur Club? Literatur Club? Literatur Club? Doki Doki. Das ist auch irgendwie so voll gruselig und so. Ja, Sparkle verkleidet sich als sie, der. Allerdings ist auch gestorben, ne? Glühwürmchen, ne? Wir werden alle Träume wieder in Ordnung bringen. Vorsicht mit der Hand. Ich glaube sowieso noch nicht, dass jemand hier komplett tot ist, ohne hat ich irgendwie weiter nicht. Ich habe gesagt, liebe mich, ich glaube noch nicht, dass sie tot ist. Er war irgendwie weiß nicht. Er kam irgendwie so mitten aus dem Nichts und irgendwie. Es gab viel zu viel Build-up mit ihr und so. Ich glaube nicht, dass sie einfach so weg ist. Dementsprechend ist es vielleicht auch wahrscheinlich, dass Robin auch noch am Leben ist, ne? Allerdings habe ich Tingyun auch nicht mehr gesehen, nachdem sie gestorben ist. Von daher weiß ich nicht, was ich davon halten soll, ne? Ja, mal schauen. Ich tue noch nicht einfach Waifus hier töten, okay? Ja, da haben wir wieder 10 Minuten geredet, wieder nichts geschafft, ne? Bin ich in Wirklichkeit der Mörder? Oder hypnotisiert? だれかが死んだ場合、その人は現実世界でどうなるのかってことね。ファミリーの意向もあるわけだし。だ、ですまあ、グッドイデーね。ラスミ、ライン、ディバイン、ゼンベック。ノラ、二手に分かれて行動するのはどうだ。わあ。実は無境の中にも少し気になることがある。 Tut Welt auf Atron treffen. Ich habe ja ein bisschen von Honkai Impact Third gespielt und da gab es ja dieses Minispiel mit, wo man auch so einen Charakter gespielt hat, der die Klamotten von Welt anhatte. Und man hatte einen Partner, der sah so aus wie Atron. Also vielleicht stehen die irgendwie so in Verbindung miteinander oder so, ne? Also auf, jetzt kommt's, ne? Ich hab's gerade wortwörtlich gesagt, ne? Boah. ベルト。ん?その名前がどうかしたのか? Ja, ist halt so eine Anspielung an Honkai Impact Third. その前に私の名前を聞かないのか? その必要はないだろう。
Okay, anscheinend heißt sie Yomi im Japanischen. ある人は君がこの連続殺人事件の真犯人だと言っている。宴に来ようとしたアナイアレイトギャングも同様に君の刃によって惨めな死を迎えた。そして君は次にピノコニーで血の雨を降らせようとしているとな。アナイアレイトギャング。栄華官邸のアフリートだ。 惨めな死。あの太后は死にゆく体を烈火に変え、その身を捨ててまで信念を貫いた。彼は確固たる、そして壮絶な運命の行人だ。たとえ悪党であっても、そんな言い方をされるべきじゃない。ましてや正体に応じてやってきた不審者は大勢いる。彼らは本当に 一振りの超党があなたのブラックホールよりも危険だと思っているのか。君は勘が鋭いようだな。ファミリーですらこの杖の本当の姿は見抜けなかったんだが。それなら君も理解しているはずだ、ヨミさん。ブラックホールを覗くことは賢明だ。潜在的な危険。 潜在的な危険。まあ名前は大体その原子力。君は俺たちのことを不快なまでに知っている。正体を明かしてここに来た目的を教えてくれ。さもなければ重力に引き裂かれる覚悟をした方がいい。そんなことは起こらないが、それで七死人たちに警戒を解いてもらえるなら喜んで協力しよう。 あなたが信じようが信じまいが、巡回レンジャー、ヨミ。それが今の私の肩書きだ。そして、ピノコニーを訪れたのは、ある遠い昔の意志のため。私は、時計屋の遺産のために来た。それだけだ。これで十分正直に話していると。 まだ自分の正体を明かしたくないのか。明かしたくないというより、できないと言った方がいいな。私の歩んできた道のりはあまりにも長い。この身に課せられた諸々を言葉で説明するのは不可能だ。誰にでも口に出せない過去があり、人に見せたくない秘密がある。私も 請求列車がなぜ正確を持って銀河を。Hey, that's finished。彼は大丈夫か。あのメモキーパーは何もしていないよな。彼のことなら心配はいらない。さっきの話に戻るが、俺の信頼を得られるかどうかは君がどれだけ正直に話してくれるかにかかっている。 その遺産を見つけるため、私はピノコニーについてから様々な無教を訪れ、数々の調査を行った。その過程で多くの客とつながりを持ち、気づいたことがある。それはピノコニーの秘密はかつての開拓と深い関わりがあるのかもしれないということだ。だから あなたたちに助けを求めに来た。まだ確たる証拠はないが、一つの可能性なら提示できる。おそらく全ての悲劇の元凶はファミリーの内部に潜んでいる。あなたが私を信じてくれるなら、一緒に証拠となる事実を探そう。ベルトさん、あなたも同じ結論に達しているんじゃないか。 Alles klar, was ist Aventurin, der Böse? それを共有するのは君と俺の二人だけだ。確かな証拠が見つかるまで、曖昧な推測で他人の判断を乱したくないからな。わかった。そうだ。何か飲むか。
Leute, die Honkai Impact Third gespielt haben, die haben bestimmt voll die Fanboy-Fangirl-Momente gehabt, ne? Sie die beiden gesehen haben. Wie gesagt, es gab so einen Spielmodus, den man spielen konnte, mit jemandem, der so aussah wie Welt oder jedenfalls die Klamotten dann hatte wie Welt. Und man hatte einen Partner, der so aussah wie Atron. Also ist das irgendwie miteinander verbunden, nehme ich an, ne? Irgendwie. Ist halt ein bisschen kompliziert, ne? Weil wie gesagt, es gibt einige Charaktere, die sind jünger in Honkai Impact Third, aber einige Charaktere sind älter, was irgendwie keinen Sinn macht, ne? Seele in Honkai Impact Third ist jünger, aber Su Sheng ist älter da, was keinen Sinn macht, ne? Pokéball. Im Hintergrund. Irgendwie heißt die Yomi in Japanischen, ne? アナイアレイトギャングが受け取った招待状。あなたに関する記憶はあなただけのものじゃない。私が知っていることは多く、遠い未来のことも予言できる。ちょっとした手を使えば死者に口を開かせることだってできるの。アナイアレイトギャング。 あなたに出会った後に行方不明になった亡命者たち。彼らに一体何があったのか、私が明らかにしてあげる。十二のメモリ、十二の無教、お父様、私はそれをあなたに捧げましょう。 よくやってる。奴らがどこに逃げよう、やがて終わりは訪れる。あった。ぼんやりとしてるけど、これはアフリートの声。もう一人は彼の子供かしら。 最初に招待状が渡された時の記憶ね。すぐに途切れてしまった。それでその後は。So random, dass ihr ein Gürtel irgendwie am Kopf runterhängt. Als wichtige Charaktere nehme ich an. かわいそうな人たち。彼らはこの先で何が待ち受けているのか知らないのね。でも記憶の復元は順調。彼女は来る。もうすぐ来るわ。ここには他に誰もいないから上品に振る舞う必要もない。私も全力を出さないと。 Meine Güte. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Nein. Kono ato no kyoku wa
空白？まさかそんな。このオルゴールがヨミさんの手に渡り、彼女によってピノコニーに持ち込まれたのは事実。そのはずなのに、その途中で。アイスレア。まるで消されたみたい。アトロン。誰がそんなことを。あなたは誰？あなたは誰ですか？これは。Das Glühwürmchen? Nein, これは記憶の一部じゃない。ほら、メモキーパーさん。あなたはガーデンオブリコレクション。それとも焼却人に仕えているのですか？私はコンスタンス。Okay, so viel dazu. お会いできて光栄です。本来なら私たちはピノコニーで出会い、共に心に深く刻まれる時間を過ごすはずでした。ですが、それは叶わないようですね。宴の星はダリアを歓迎していませんし、私も聖人の儀など必要としています。そしてあなたは、私はあなたが何を探しているか。Jetzt ist alles so langsam, ne? 彼女の秘密が欲しいんでしょう。それなら私が教えてあげますから。私の代わりにその宴を楽しんでください。あなたに。Zur gleichen Zeit auf der anderen Seite. What? Wechseln zur Perspektive von Abiturien. Zugania 4 war, 市場開拓部の指導のもと、スターピース憲章に基づき、独立自主の市長連邦国家を創立。スターピース会議で正当な席次を獲得しました。市長連邦国家の創設は、ツガンニアにとって重要な歴史的意義があります。これにより、この星の血塗られた長い歴史に終止符が打たれ、世界を騒がせたカティカ・エビキン絶滅事件は遠い過去のものとなるでしょう。Versteh kein Wort。ツガンニア4は、デネス、プルーチェン、ドナウの三大聖系が交わる無主地帯に位置しており、惑星表面の気候が極めて劣悪であることで有名です。さらに、常に小惑星の衝突の脅威にさらされているため、Planet mit einer vier am Ende, so Yarlo 4。今ではこの星に定住する知的生命体はほとんどいません。彼らは複数の種族に分かれ、多くが遊牧を営んでおり、乾燥して雨の少ない荒野の中で過酷なサバイバル生活を送っています。そしてアイオーンの体系から、Sie glauben an etwas, was sich Götter nennt. Diese Idioten. Zugania.ツガンニア、乾ききった暴風の目。Das war mein Turin。神々に見捨てられた地。意地はあっても水はなく、雷はあっても雨はなく、血はあっても涙はない。流星で我々を打ち、風雷で我々を鍛え、裂けた大地で我々をはむ。
あなたは我らに蜂蜜の名を与えながら屈強という名の剣の下に置いた三つの目を持つ地母神よ。この声が聞こえたならどうか目を開けてこの子を見てください。あなたがこの子の父親を連れ去った時、この子はまだ老衰の中で眠っていた。そして今、eines Gottes oder irgendwie sowas. そして今、oder eines Königs. 私も夫のいる場所へ向かっている。私は自分が安らかに行くことなど望んでいません。ただ産着で眠る我が子が母の鼓動を、雨降る大地の音を夢見ることができるか教えてください。命とは刹那に過ぎ去る夢でしかないのか教えてください。そうでないならなぜこの子は生まれたばかりで死を迎えようとしているのでしょうか。お母さん、お母さん。Kommen wir Aventurins Backstory hier. 雨だよ、雨が降ってきた。雨、雨。そう、雨だよ。本当だったんだ。あのよそから来た人たちは嘘なんかついてなかった。あの人たちが本当に雨を呼んだんだ。お母さん、これでここから出られる。家に帰れるよ。家に帰る。三つの目を持つ地母神よ。あなたなのですね。私の祈りが届いたのですね。ありがとうございます。ありがとうございます。坊や、聞いて、これが雨の音よ。あなたが生まれた日、天もこうして地母神の恵みを降らせてくれたの。あなたは幸運な子、祝福された子。あなたの名前と同じように神がネビキンに与えてくれた贈り物。ああ、坊や、地母神があなたのために三度瞳を閉じますように、あなたの体を流れる血が永遠に巡りますように、旅がいつまでも平穏でありますように。計略が決してロケットしてますように。この悲しい世界へようこそ、カカワーシャ。そろそろ起きる時間だ、ギャンブラー。ギャンブラー。あ、スピンメイン、フェルワイレ。スラダを飲みすぎたのかもしれない。君がこんなに早く戻ってくるとは思わなかった。トリフタガ、ガラガ。それで何か見つかったかい？君の推測通りだった。ドクター・レイシオ。ドクター・ワーハイト。それどころか。かすかな噂すら流れてない。そしてテレビではまだ式典のリハーサルをする彼女の様子が流れている。おそらく替え玉だろうがな。人々は夢を見ているんだ。あ、スパーク。フクライチャンスフォーメン。ファミリーが気づいた夢の中で死が訪れるなんて
誰も想像してないだろうし、ましてや被害者が調和セレモニーのヒロインだなんて。正直僕は信じてなかったんだ。何度か自分で試してようやく本当に死なないと分かるまでね。危険があればすぐドリームプールに目覚めさせられる。そして後に残るのはただの悪夢を見たような感覚だけ。だから確信したんだ。この事件の裏にはもっと大きな秘密が隠されているのかもしれない。 Und dementsprechend auch Glühwürmchen, ne? 記憶夢について聞いたことがあるだろう。君の代わりにオーク家とのコネクションを作りに行ったとき、彼らも頭を抱えていた。死者はロビンの他にもう一人いる。密航者ということ以外具体的なことはわからないが。2件の殺人事件？なるほど。だからあの七死人の様子がおかしかったのか。きっと彼はもう一つの事件に遭遇したんだ。この件の犯人は本当に狂ってるな。でも殺人事件はちょうどいい突破口になりそうだ。ファミリーの汚職を告発すればカンパニーが介入するための糸口にできる。ただ彼らの手口は僕が思っていたよりもはるかに強引で、ロビンの替え玉まで用意していた。この2つの事件はきっと隠蔽されるだろう。どうすればいいかな。Also Sparkler arbeitet dann für die Familie, nehme ich an, ne? Und hat schon erwähnt, weiß ich nicht. Teilster Monodana, Gambler. Moi, Kismatanoka. Chip war Taxan Arkado. Sinchoni Rabanaito, ich kenne ich Karane. Ichiban Wakaria Suinoa, ja, Pari Robin Kana. Oboiter Kai? Ano Kanstum.僕に口の聞けない人を仲間にするよう言ったんだ。ロビンは彼女の言うところの口の聞けない人だろ。彼女は声を失った。普通の人は気づかないかもしれないけど、僕の耳はごまかせない。あれは気管が発してる声じゃなくて調和の共鳴。彼女が歌の練習で声を枯らしたわけじゃないなら、残る可能性は一つだけ。ファミリーに問題があったか、ロビン自身に問題が起きたかだ。それを確かめるために、どんな手を使ってでも彼女に会いたかったんだけど、彼女は死んでしまった。僕の目の前で全負けした挙句、自分を容疑者にしてしまうと。現場には目撃者がいたから、ファミリーも一応は君のアリバイを信じている。だが今後、おそらく君はハウンドの監視の下で過ごすことになるだろう。現状は楽観できないね、教授。まあ、冷や汗が出てきた。この局面、まだひっくり返せる可能性はあると思うかい？確率を聞いているのなら、あると答えよう。ただ限りなくゼロに近い。ピノコニーの土地柄に合わせた言い方をするなら、夢を見るようなものだ。タイムワイタマイクドロップ。もし君が我慢できずに誰かと運試しをしたいというのなら、ちょうどいい人物がいる。あの男はもう一度君に会いたがっている。あの男？サンデー。Ja, der Bruder von Robin. Oyake ni shinmon wo ukeru no kai? Sore tomo ura de torishirabe wo ukereba ii no kana? Zensha datta to shitara boku ga tsutaeru made mo nai daro. Naruhodo. Soyu koto ka. Zenbu nattoku ga itta yo. Shinda hito wa hanasenai kedo. Ikiteru ningen wa.レイシオ、今なら確信を持って言える。ファミリーの内部には間違いなく問題がある。よく見ておくといい。
あの男の妹が死んだんだ。彼が黙っていられるはずがない。こうしちゃいられない。今すぐ出発しよう。案内してくれ。Ich sehe da einen Vogel. お楽しみは。Im Hintergrund. これからだ。Ich habe da gerade einen Vogel gesehen, zum Versteckten. Da ist eine Truhe. ピノコニーの体型について議論する場所だ。要塞？全然違うんフォーグだね。この前、イーマニカ星系の軍閥を相手にしたけど、彼らの同期機動農場ですら、ここまで厳重な警備じゃなかった。ここの所有者にぴったりだな。この屋敷は名目上サンデーのもので、彼の正体がなければ、一般の客は一生ここに足を踏み入れる機会はない。自由に動けるうちによく見ておいたらどうだ。ねえ教授、ずいぶんな言い草だけど、君は一体どちらの味方なのかな。僕が君を裏切らないと誰が保証できる。見てろ、その支配欲に満ちた大久家の当主に会ったら、僕が彼の口から答えを引き出してみせるから。ついてこい。彼の応接室に案内する。余計なことは言うな。ファミリーの相手は僕に任せるんだ。Okay. Im Laufe der Geschichte wirst du die Gelegenheit haben, die Handlung durch diese Perspektive anderer Figuren voranzubringen. Dann wird automatisch die erste Figur im Team. Wenn du erstmal, das hatten wir schon ein paar Mal. Im Menü kannst du einsehen, welche aktuelle abgeschlossene Mission zu welcher Figur gehört. Okay. Die Perspektive eine andere Figur zu wechseln. Wie? Oh, ich bin direkt hier. Okay. Werden hier nicht angezeigt, die Leute. Da ist ein Angriff. Wo bin ich überhaupt gerade? Pavillon des Morgentaus. Ja, okay, die haben mir jetzt da oben gesagt. So, oh, hier kannst du wechseln. Wie komme ich denn da oben hin? Okay, ja, ich nehme an, ich kann nicht alle Sachen machen, ne? Während ich hier. Oh, warte, so, ne? Aktuelle Perspektive. Also, wenn ich jetzt hier zurückgehe. Ja, kann ich aber nichts machen, ne? Ich nehme an, das ist einfach nur, damit ich hier nicht gefangen werde in diesen. Damit, falls ich, wenn ich zum Beispiel jetzt hier mit dem Aufnehmen hier fertig bin, ne? Damit ich hier wieder zurück zu meinem Charakter gehen kann, ne? Und halt irgendwie weiterspielen kann, ne? Das war ein schönes Lied. Dreh die, nein, ich wollte das hier. Dreh die Schallplatte, dann wird süße Musik aus den Lautsprechern fließen. Piep. Also, wenn ich etwas Neues hinlege, wird der Plattenspieler auch ein neues Lied spielen. Bis dann, ich will die anderen Vögel auch dieses Lied vorspielen. Piep. Alfalfa-Salat, was? Von den kleinen Sträuchen? So, ja, ein Verteidigungsmove. Stelle Wasser sind tief. Wie kann ich nochmal L2? Zu Beginn des nächsten Kampfes wird die Verteidigung aller Verbündeten für 3 Runden um 36% erhöht. Ich weiß gar nicht, was der so für ein Spielziel überhaupt ist. Ne? Man konnte ihn schon testen, aber habe ich noch nicht gemacht. Bonk. Ich will eigentlich Acheron spielen, weil ich sie ja voll hochgelevelt habe und so, ne? Aber okay. Ich kann diese Kinder nicht ernst nehmen. Das sind irgendwie so eine Rasse hier in dieser Traumwelt. Das ist wie kleine Mogis mit diesem Bommel auf dem Kopf. Da ist er Ratio. Veritas Ratio.
君のパンチ化層粒子時計は実に印象的だった。何の話だ。君の頭の上のそれだ。我が機動騎士の全領域戦闘動力アーマーには及ばないがな。前にも言ったが、君の幻想アーマーはそもそも存在しない。君には見えないだけだ。言っただろう。ファミリーだけが機動騎士の輝きを見られるのだと。さあ早く行け。サンデーさんを待たせないようにな。はあ、ここは外と同じくらいバカばかりだな。Was für ein Idiot. Das ist die nächste Truhe. Nein, lass mich die Truhe gefäß. Tobira ga shimatteiru. Boku tachi dake de dou ni ka shinakereba naranai yo da na. Junge, der irgendwie so ein Roulette-Rad im Rücken hat. Tobira sura nai no ni. Mae wa dou yatte naka ni haitta no ka tte koto nan da kedo. Security jō no riyū kara Family wa gyōsei shisetsu o mukyō no oku ni tateta. So ko ni iku tame no shikake wa つぐみの彫像の中に隠されている。彫像の向きは変えられるようになってるんだ。前回はカンナという使用人が横の部屋に行って何か確認した後、彫像の位置を合わせていたが。じゃあ僕たちもそうしないといけないんじゃないか。行ってみよう。もちろん全方向を試してみるっていう手もあるけどね。So, wir müssen erstmal hier die Truhen einsammeln, Leute. Ich weiß nicht, warum hier die... Whoop. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Ist es nicht offensichtlich, dass ich die Dinger hier drehen muss? Alle so rum. Nein, gegen den... Oder geht da lang? Moralische Methoden, um Probleme zu lösen, sind nicht ausreichend, um dich als klug zu beweisen. Also, geh in das andere Zimmer. Nie wieder sage ich das. Ich habe es. Okay. Was meinst du mit roher Gewalt? Keine rohe Gewalt, das ist Intelligenz, was ich ja mache, Taktik und Strategie. So, hier kann man wieder den Raum auf die Decke steigen, ne? Dann steigen wir mal dem Ding auf dem Dach. Oh Gott, welches Level ist er eigentlich? Da wird er mir angezeigt. Irgendwie kann ich. Er wird mir da oben angezeigt, ne? Aber ich komme da nicht hin. Okay. Machen wir mal. Ich weiß nicht, wie dieses Element heißt, was er hat auf Deutsch. Imaginary heißt das auf Englisch. Ja, gute Idee, hier in den Kampf zu gehen. Für den ich nicht weiß, ob ich den schaffe, ne? Okay. So. Tu es nochmal mal vorspulen, ne? Jemand, ihr wisst, wie das Kampfsystem mittlerweile so aussieht, ne? Aber schon alle Schwächen hier. Aber dich. Ich habe das Team eigentlich so auf Archeron hier so aufgebaut, ne? Aber anscheinend müssen wir jetzt so rum. So, ich weiß gar nicht, was er alles kann, ne? Geringen imaginären Schaden zu. Wird einfach mit den stapelbaren Schild verstärkter Einsatz. Zufällig blinde Wette. Verursacht bei einem Gegner Panik und für den imaginären Schaden. Wenn ein Vermündeter einen Gegner im Staatspanik angreift, wird der verursachte kritische Schaden erhöht.
Als jetzt ein Verbündeter verstärkter Einsatz wird der Feldwiderstand erhöht, wenn er angegriffen wird. Oh, so viel Geld. Okay. Er ist ein Preservation-Charakter anscheinend. Also auch Verteidigung und so. Na, zeig mal. Lord Roulette. Alles klar. So, das Ding explodiert, wenn ich mich nicht darum kümmere. So. Eigentlich bräuchte ich ja mal hier so einen imaginären. Nein. Kann mir dem gar keinen Schaden. Ach, wenn die Gegner mich angreifen, tut er so kontern. Oder? Also er macht eine Art Folgeangriff. Mach ich mal fertig. Bon. Der Kampf dauert natürlich jetzt wieder Ewigkeiten hier. Oh mein Gott. Der Kampf kann ja nur ewig dauern, ne? Okay, ich weiß irgendwie nicht, wie der Angriff ausgelöst wird die ganze Zeit. Ja, kriegen wir schon down. Bonk. Bonk, da kommt gar nicht mehr zum Zug, ja. Er lebt noch. Er lebt noch. Bett. So wie Bett. Na komm. Kaputt. Ich überschütte ich mit Geld. Ist ja wie Topaz, der Typ. Topaz ist auch so auf Geld irgendwie basiert. Und die ist auch von der IFK. Haben die alle irgendwie was mit Geld zu tun? Oh, wer gesagt? Hab ich noch gar nicht irgendwie gesehen außerhalb von dem. Oh, ist Mist. Dieses Viech haben wir noch gar nicht gesehen, so außerhalb von dem Dings hier, ne? Von dem. Also ich hab das Viech schon gesehen, so in dem. Ich vergesse immer, wie der Modus heißt, auch auf Englisch. Also das ist halt dieser Endgame-Modus, wo man hier irgendwie, weiß nicht, so Haufen von Gegner erledigen muss und dann kriegt man irgendwie Stellare Jade als Belohnung und so, ne? Und Erfahrungspunkte und was weiß ich nicht alles. Also was? Es macht zwar überhaupt keinen Sinn, dass die hier rumlaufen, ne? Ich will eigentlich schon Sparkle mitnehmen, ne? Aber ich habe sie jetzt extra gebaut, also will ich sie jetzt auch mitnehmen, ne? Außerdem kann sie den ja machen. Na, dadurch wird die Schatztruhe auch geöffnet. Das ist ja richtig geil. Ich muss gar nicht gegen die Gegner kämpfen. Ich kann dich einfach ignorieren. Das Bandat aktivieren. Das ist selbst Schatztruhen, die von Gegnern beschützt werden, können einfach so ignoriert werden. So, ich kämpfe ja nicht gegen irgendwas, was ich nicht bekämpfen muss, ne?
Nein. Blöde Aufnahmegerät. Warum macht das? Das ist schon gemacht, irgendwie so eine Woche nachdem ich das geholt habe. Da ist ein Vogel. Bonk. Dort oben ist ein seltsamer blauer Kopf, der mich schon die ganze Zeit anstarrt. Das macht mir Angst, Piep. Ich hätte nicht gedacht, dass man mich findet, wenn ich mich im Inneren des Kopfes verstecke. Weil draußen ist es so gefährlich. Ich will zu Direktor Grün zurück, Piep. Da ist irgendwo ist hier wieder so ein Vogel, für den ich die ganzen Vögel erfinden muss. Oh Gott, das soll ich mir merken? Vorne rechts links, oben rechts links, oben rechts, oben rechts links, oben rechts. Peinigungsadler. Oben rechts links, oben rechts, oben. Oder ist das anders? Oben rechts links, oben rechts, oben rechts links, oben rechts. Boah, bin noch nicht fertig da. Boah, Leute, da gibt's mir sogar das Ding hier. Boah, dann lass mich doch erstmal hier gucken. Da war doch noch was, glaube ich. Da konnte man noch irgendwie was machen, oder? Habe ich mir nur eingebildet. Irgendwo ein Vogel. Ich will mich am liebsten ja schon sofort umschauen, ne? Wenn ich die schon sofort finde, am besten. Oh, ich dachte, am Bild war irgendwo einer. Aber manchmal sind die schon ganz schön versteckt, ne? Geh weg. Fangen wir an. Ja, jetzt bin ich hier oben, da kommst du nicht hin. Oder war ja schon nichts mehr? Nein, hier war nichts mehr. Hier war ich noch nicht, aber hier ist nichts. Na gut. Dann lösen wir mal das Rätsel, ne? Das hat eine halbe Stunde gedauert, aber jetzt kriegen wir mal etwas Gameplay hier, ne? Ist das nicht schön? Ist das nicht traumhaft schön? So. Oben rechts links, genau. Oben rechts links. Ich kann ja nicht bewegen, weil er nur sich noch bewegt hat, nehme ich an. Und das war oben rechts, ne? Ja. Ich habe gesagt oben. Und rechts. So, irgendwie bekam ich jetzt nicht eine Meldung, doch. Von der kam ich. Oder? Da von der Perspektive muss ich machen. Oder? Von welcher Perspektive muss ich denn hier machen? Da ist die Wand. Boah. Oben, rechts, links. Das ist alles genau. Rechts, links. Oben, rechts. Wir können euch doch gleichzeitig bewegen. So, jetzt aber. Ja. Das ist wirklich ein super Erkenntnis. Du kannst eine Chance in die Tänzerei-Klub. Doch, natürlich.
Dr. Ratio will ich eigentlich auch trainieren, ne? Der ist auch ein imaginärer Charakter. Das ist der einzige imaginäre Charakter neben Yukong, den ich habe. Ich bräuchte mal mehr davon. Ich will ja irgendwann mal Welt haben als Charakter. Aber ich krieg ihn ja nicht. Er ist ja nur in der Standard Dingens dabei. Beziehungsweise Zufall. Da habe ich keine Kontrolle darüber, ob ich den kriegen kann oder nicht. Außer die zwei 5-Sterne-Charaktere, die man sich aussuchen konnte, ne? つまらないところでファミリーの荒を探そうとするのはやめた方がいい。なあ、君の言う通り。ファミリーを破綻させられるのは死だけだ。きっと3でもそう思ってるんじゃないか。 Und es ist ein Teleporting, bis dahin will ich noch mindestens spielen, würde ich sagen. Ist das auf dem Bitten Goomba? Sieht so auf der rechten Seite. Aber mit der nicht geöffnet werden. Doch, ich kann gar nicht da. Hallöchen, na, tschüss. So, hier mal ein kleines Rätsel. Tick da, kennst du Babochka, die graue Eminenz der Traumlandschaft oder die Traumgrenze, die sich tief unter den Traumlandschaft verbirgt. Weißt du von den Stengreiben Opfer? Autor Dings heute an. Tick-Tack, sie haben nicht zu nahen gehalten, werter Gast. Komm und höre die Wahrheit. Ich werde dir zeigen, die verdorbene Schattenseite von Pinaku. Wie die verdorbene Seite von Pinaku wirklich ist. So, was haben wir hier da so ein Ding? Stimmt, jetzt haben wir ja wieder ganze Rätsel und so. So. Da lang, also einfach nur zurück, ne? Ne, ich glaube, so ist richtig, ne? Dann jetzt hier, ja, voll kreativ denken, ne? Ich finde aber gut. Tick-Tack, denk noch mal nach, diese Geschichten sind folgt, oder was haben sie jemals, wie habe ich jemals daran glauben können? Es sind doch bestimmt nur irgendwelche Verschwörungstheorien aus der Klatschblatt völlig an den Haaren hergezogen, oder? Oder? So, jetzt kriege ich mal wieder Erfahrungspunkte oder so was, ne? Macht natürlich Archons Leveling noch ein bisschen einfacher. Vogel. Stern an. Okay. Kann ich an die Truhe noch ran? Oh, apropos Truhe. Darum war ja noch eine. Warte mal hier. Boom. Ich drop mal kurz einen Würfel auf dich oder was auch immer das ist, ne? Ja, ein Würfel, ne? Aber kein sechsseitiger. Meiner. Oh Gott. Was? Was? Ihr wollt kämpfen? Kommt her. Was? Einer hat überlebt. Ihr Säcke. So, machen wir dich mal. Ja, ich kann euch alle brechen. Bonk. Mein Gott, macht die alte Schaden. Die macht aber auch Schaden, ne? Die ist noch nicht mal voll hochgelevelt. Du willst mir ja sagen, ich wusste genau, hier sind jetzt irgendwas drin, ne? Wenn hier so viele Gegner sind, dann muss hier irgendwas drin sein, ne? Was meine Aufmerksamkeit irgendwie wert ist. Die Morgentauhütten ist so, die Morgentauhütte ist so kalt. Hier gibt es keinen großen Baum und noch nicht einmal Gras. Ich will dieses, ich will, dass dieser Ort etwas, ich will diesen Ort grüner machen. Ich glaube, ich höre was. Hä? Warum ist meine Statue komplett nackt? Du, wie kannst du nur all mein Gras rausreißen? Das muss der, das muss ich Direktor Grün melden. Peace. Piep, piep, piep. Okay. Da habe ich ein Archiv für Mento bekommen. Hier für 60 Originalvögeln. Okay. Ist tatsächlich mit neu? Ich dachte, ich hatte eigentlich schon alle. In den alten Gebieten jedenfalls. Ja, wenn ich weitermache, ich weiß nicht, ob ich heute noch weiter aufnehme. Aber wenn ich weitermache, dann muss ich irgendwo mal hier so ein mein Dings hier. Ah ja, guck mal. Wow, was ist das denn hier? So, für die muss ich jetzt hier alle Vögel finden, ne?
Und da sieht man sogar, was ich mal bekomme, ne? 10 Stück muss ich finden. Ich rede jetzt nicht mit dir. Ja, ich muss deine Vögel finden, ich weiß. So, nein, ich habe mal 3 gedrückt. So, jetzt kann ich wieder. Du stirb. Kostet keine Dinger. Du auch stirb. Dann gehen wir mal da oben hin für die Truhe, ne? Nehme ich an. Oder bin ich hier falsch? Ich bin hier falsch. Okay. Also die Vögel, die tun sich eigentlich immer nur in den gleichen Orten hier verstecken. Ne? Also die sind jetzt nicht, sind alle hier in diesen Art Ort, ne? Das heißt, ich muss mich eigentlich hier nur umschauen in diesen Gebieten, ja. Das ist schon das nächste. Natürlich gut, wenn ich die alle auf Anhieb finden würde, ne? Piep, was hast du? Wie hast du mich gefunden? Ich habe mich doch so gut versteckt. Hm? Was höre ich da? Piep, also ich war nur um Fehlerbeute davon entfernt, mich perfekt zu verstecken. Beim nächsten Mal suche ich mir noch ein raffinierteres Versteck. Denk dran, wieder vorbeizukommen, mich zu suchen. Ja, alles klar. Was höre ich denn da immer? Gar nichts höre ich. So, ey, schon wieder. Warum passiert das immer? Ey, ich muss ja irgendwie mal gucken, eine Lösung finden. Das ist voll nervig. Das ist jetzt nicht. Das hält immer nur so ein paar Sekunden. Von daher ist das jetzt nicht so dramatisch, weil. So, dann machen wir auch noch mal so viel wie möglich hier noch machen, bevor wir hier Feier machen. Ne? War das richtig? Hä? Wieso ist das hier? Was? Okay. So, das hier kommt hier hin, nehme ich an. Oder ja. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Und das kommt dahin. Was habe ich damit gemacht? Eine Truhe gespawnt. Meine. Müll. Auch keine Lila mehr. Ist auch noch irgendwas. Wow. Ich nicht, dass ich hier hin muss, aber gucken wir mal. Was ist diese Horrormusik? Ey? Gut. Na, warte, hier ist doch bestimmt ein Vogel irgendwo, ne? Ne? So, der eine Truhe holen wir uns noch. Ich sehe nichts. Ich höre irgendwo was. Ich höre irgendwo einen Vogel, glaube ich. Ach, geh weg. Ja, dann würde ich sagen, ich mache hier Feierabend. Ne? Wir haben eine Stunde gespielt. Das ist eigentlich schon genug. Ne? Über eine Stunde. Und ja. Beim nächsten Mal machen wir an hier weiter. Jetzt, wo wir ein bisschen Gameplay machen können, ne, in dieser Folge. Nach da unten, die haben die ganze Zeit gepiepst. Ich denke mir schon, ich höre die ganze Zeit dabei. Und ja, wir machen weiter hier in der nächsten Folge, tun ja weiter erkunden und mit Aventurin mal ein bisschen hier rum cruisen, ne, und Dr. Ratio und Atron und Sparkle und Links, ne. Links ist der einzige Charakter, der nicht von Pinakuni ist. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und ja. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn nein, lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Das ist so cool.